So, jetzt können wir endlich mal mit der Luftunterstützung hier helfen. Die brauchen wir auch sehr dringend, weil alles, was der oben hier zur Luftabwehr hat, ist diese Missileinheit. Und Missiles sehe ich jetzt nicht so sonderlich als große Bedrohung an. Ich? Nö. Da, Fuck, ist sehr gefährlicher. Hm? Also, sind halt die Flak-Geschütze gefährlicher? Flak-Geschütze sind wesentlich gefährlicher als Missiles. Bei Missiles musst du nur aufpassen, dass du nicht in der Reichweite stehst. Flak-Geschütze schießen zurück. Und Missiles kannst du auch mit Koptern ausschalten. Flak-Geschütze, ja, wenn du damit Koptern angreifst, da kriegst du mehr Schaden zurück, als du anrichtest. Kampfpanzer hier. Auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen weiter kaputt schießen. Bin am Überlegen, jetzt gerade noch mal eine Super zu ziehen. Ach komm, mach mal doch. Hey, noch mal gerade Infanterie. Mech-Einheit. Ja, Infanterie würde ich bei der normalen Gabe kriegen. So. Bisschen mehr Zeug besetzen. So, Missile außer Gefecht gesetzt. Mit 2 HP macht die auch nicht mehr viel. Das machen wir mal nicht. Okay. Nein, alle auf. Ich greife da jetzt mal nicht an. So. So, hier brauche ich jetzt erstmal nichts mehr. Jetzt hat er einen Flak gebaut. Aber ein Einzelner ist mir auch nicht gefährlich. Das lässt du bitte mal hier. Ich brauche mein Hauptquartier noch.
Wir haben noch da noch was von weiter unten, was man mit, was man da auch drauf schießen kann. So. Du capturest hier erstmal nix, Freundchen. Nicht so lange dieser Bomber auf diesem Hauptquartier steht. Kaum hat man ein paar Bomber hier, schon gewinnt man hier wieder locker die Oberhand. Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Okay. Nicht, dass ich den jetzt in die Missile-Reichweite reinfliege. Ja. Weil ich die Missile ich habe die Missile gerade nicht gesehen und wenn ich sie nicht sehe, dann kann es durchaus sein, dass ich da einfach mal reinfliege, ohne es zu wissen. Naja, das ist das Schöne an Senseis Coptern. Wenn die Infanterie auf der Ebene steht, kriegt das damit immer noch auf One-Hit. So, mit dem machen wir den dann noch kaputt. Hallo? Das hängt gerade ganz schön bei mir. So, einmal besetzen, zweimal besetzen. So, ich würde sagen, den schmeißen wir hier rein, da erwische ich am meisten. So, End of Missile. Der Neo-Tank macht auch nichts mehr. Und da steht noch so eine kleine Arti auf der Straße. Waffen scheinen alle immer gleich hinzu. Ja, den Schilder laufen dann. Dann machen wir hier noch einen Kampfpanzer, hier noch eine Infanterie. Und dann lassen wir es für die Runde mal sein. Bau da aber ganz schön Flak-Einheiten nach da oben. So, zweite Missile. Die würde ich jetzt direkt da reinschmeißen, einfach weil da seine ganzen Anti-Air-Einheiten geballt stehen. Eine Infanterie hat er sich gebaut. Ja gut, er hatte kein Geld. Okay, so. Der Neo-Tank hier muss weg.
und dann arbeiten wir uns mal ganz langsam in der Einheitennahrungskette von oben nach unten. Erstmal ganz allmählich immer nur noch kleinere Einheiten von ihm hier rumstehen haben. Und da ist eine Mech drin, okay, passt. Dann sind als nächstes schon die Tanks auf der Liste. Die stehen noch nicht mal mehr wirklich bedrohlich da. Eigentlich müsste ich die Infanterieeinheiten über den Tanks priorisieren. Die könnten mir zumindest doch mein Hauptquartier besetzen. So. Das Hauptquartier ist auch ziemlich komisch platziert, ehrlich. Ja, es soll ja irgendwo herausfordernd sein. Ich habe schon wieder eine Super. Bin nur am Überlegen, ob ich die Super jetzt noch ziehen soll oder nicht. Könnt's mir natürlich jetzt einfach mal für nächste Runde aufheben und dann einmal mal volle Kanne reinhauen. Auch die Boosts für die Kopter und alles mitnehmen. Nicht nur die Mech-Einheiten. So. Ich baue hier mal einen APC. Was bauen wir denn noch? Machen wir mal einen Jagdpanzer. So. Einmal hier und du. Fliegst bei dem Speer da hinten hinterher. Okay. Oh, schön, er bewegt seine Flachs in meiner Reichweite. Okay, alle Städte frei von mir? Jo. Dann hol mal die dritte Super-Core-Power raus. Und die benutzen wir jetzt mal wieder zum Geld machen. Ja. Weil wenn man Einheiten vereint die und die Trefferpunkte dabei über 10 gehen würden, dann kriegt man den Überschuss an Geld. Ach so, das ist wirklich praktisch. Das ist ein sehr, sehr beliebter Trick mit Sensei. So. Oh, der Copter hat keine Munition mehr. Trotzdem kriegt er die AT noch kaputt. Na gut, ist auch nur eine AT. Die Dinger halten ja nicht wirklich was aus.
Dann. Okay. Kassiere ich lieber einen Cannon Strike oder. Ich glaube, ich kassiere lieber einen Cannon Strike als einen Schlag von Missile. Der Cannon Strike ist nämlich wesentlich gesünder als der Missile-Schlag. Die Missile wird mir nämlich mit der HP-Anzahl gute 7 HP weghauen. Die Cannon macht genau 3 weg. Damit für mich wesentlich ungefährlicher. Okay, da kann ich auch noch hin, ohne dass die Missile mich erwischt. Hat ja 2 Blindspots. Wie weit darf ich denn davor? Was? Panzer geht ja nicht. Verstehe dich leider sehr schlecht. Ne? Ich hab gesagt, die Panzer sind ja niedlich. Ach, die Panzer, ja, das sind Jagdpanzer. Späher sind aber eine eigene Einheit. Zumindest habe ich gerade irgendwas mit Späher verstanden. Keine Ahnung, ob du was gesagt hast in der Richtung. Eigentlich? So. Ja, ich höre dich noch, ich verstehe dich nur sehr, sehr schlecht. Das ist mein einziges Problem gerade. Die Musik ist sehr laut. So. Er hat die Möglichkeit, einen Flak zu bauen und er baut eine Infanterie. Muss ich nicht verstehen, oder? So, wer von euch hat am wenigsten Benzin? Das ist der hier. 3 Muni reicht noch. Nächste Runde habe ich dann gewonnen. Weil der kriegt mir die Bomber hier nicht mehr alle weg von den ganzen Mini-Cannons hier. So, jetzt heißt es nochmal vorbei. Jetzt muss ich direkt mal schauen. In der Kampagne darf ich 20% verlieren, das heißt, ich müsste auf 60 Einheiten kommen. Mhm. Einfach nochmal so viel spammen wie geht. Mit den beiden da hinten brauche ich auch nichts mehr machen. Okay. Adder macht deinen letzten Zug.
darfst auch nochmal deine Co-Power benutzen. Okay. Und win. So. Dann haben wir das auch wieder. 300 Punkte, passt.